Was mich beim Tesla Model 3 schon immer ein bisschen gestört hat, war, dass der Kofferraum sehr dezent beleuchtet ist. Da sind zwei ganz kleine Leuchten drin, ich zeige die mal. Und zwar die zwei kleinen Dinger hier beleuchten den ganzen Kofferraum und zum Glück können wir die austauschen. Und nicht nur dort können wir sie austauschen, sondern auch an den Türen und im Innenraum. Wobei im Innenraum möchte ich das nicht. Ich finde das eigentlich sehr schön, dass es so dezent ist. Aber an den Türen, wenn man die Tür aufmacht im Dunkeln, dann hätte ich da auch gerne etwas mehr Licht. Aber prioritätsmäßig den Kofferraum. Und das mache ich jetzt einfach mal mit euch. Und das Beste an der Sache ist eigentlich 8 Stück von denen. Das heißt, alle 4 Türen und 2 für den Kofferraum und 2, falls mal was kaputt geht, habe ich insgesamt nur 40 Euro bezahlt. Ich finde, der Preis ist angemessen und jetzt wollen wir einfach mal testen, wie stark sie sind. Wie ist der Unterschied zwischen vorher und nachher? Und das blende ich dann auch noch ein. Ich würde sagen, einfacher geht es eigentlich gar nicht. Allein hier könnt ihr jetzt schon sehen, dass diese Leuchte deutlich heller ist als die Originalleuchte. Und jetzt noch mal ganz kurz im Vergleich. Und hier noch mal die Originalleuchtstärke. Also deutlicher geht es, glaube ich, kaum. Dann haben wir das gleiche Spiel auch noch hier in den Türen. Ihr könnt hier die Beleuchtung sehen. Und auch noch bei der Vordertür oder bei den Vordertüren, da werden wir sie auch mal kurz austauschen. So, ich hoffe, ich kriege das gut drauf. Und zwar bin ich hier jetzt etwas vorsichtiger als hinten, weil das Material hier natürlich etwas hochwertiger ist. Aber es geht wirklich sehr, sehr einfach. So, einfach vorsichtig. Ich glaube, hier scheint das Kabel nicht ganz so lang zu sein. Auch hier wieder einfach den Clip runter und rausziehen und schon haben wir es. So. So, und fügen die hier ein. So. Und schon haben wir es. Jetzt wieder vorsichtig reinfriemeln. Zarter, leichter Druck und schon haben wir es. Mega geil. Easy. So, und das Ganze jetzt nochmal bei der vorderen Beifahrertür. Wieder vorsichtig wegen dem hochwertigeren Material. Leicht rausziehen. Das Kabel ist jetzt zwar nicht lang, aber ich bin mir sicher, das geht eigentlich ganz gut. Jetzt den Clip runter und ein bisschen ziehen und schon müsste ich es haben. Jawohl, Austausch habe ich direkt hier, Clip rein und schon haben wir es. So, wieder vorsichtig reindrücken. Okay, super. So, dann wollen wir doch mal kurz einfach mal eine Impression von der Helligkeit. Das ist vor dem Umbau im Kofferraum. So, und das ist direkt nach dem Umbau und ihr könnt es schon sehen. Also das ist phänomenal, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das war vorher. Und nachher. Es ist jetzt 22 Uhr abends und hier einfach mal der Unterschied zwischen den Originallampen vom Tesla in den Seitentüren.
Seite, wo ich die Lampen schon getauscht habe, wie ihr im Video gesehen habt. Das ist natürlich was ganz anderes. Vergleich. Also ich muss sagen, es lohnt sich richtig. Also wenn ihr etwas Geld übrig habt, dann investiert das. Es ist einfach eine Erleuchtung. Absolute Kaufempfehlung. Den Link habe ich in der Beschreibung. Viel Spaß dabei.